Willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Outer Worlds. Entering Quiet Mode. Mal wieder auf der Hope. Das heißt mal wieder, eigentlich, ja, das zweite Mal in diesem Spiel. Ja, die Möglichkeit mal von oben irgendwie anzugehen, das Ganze. Vielleicht gar nicht so dumm ist. Ach so. Aber die Wachposten abschalten, bitte. Ich glaube, wir lehnen es dann doch erstmal um. So. Spaß, Jungs. Leg das mal schön. Ups. Da bin ich auf die Maustaste gekommen. Das war auch Sinn der Sache. Ja, schau dir das mal an. This will be over quickly. Units performance evaluation is Sterling. Lindsay Sterling. So, da haben wir noch ein paar Dinger. Im Großen und Ganzen muss ich ja irgendwie nach unten kommen. Wäre dann unser Schiffchen. Das war knapp. Da war ja kein Geländer. I have your back, Captain. Toxin neutralized. Patrol style intent detected. Okay. That's the last of them. Achso, du bist direkt in den Nahkampf gegangen. Das ist halt auch eine Möglichkeit. Ja, stimmt, sonst können wir hier oben eigentlich nicht allzu viel machen. Laufen wir mal ein paar Spreads drüber. In letzter Zeit irgendwie mehr Blutflecken auf dem Schiff. Das muss hier wirklich ungeschickste Crew des Konzerns sein. Man sollte nicht meinen, wie schwer Blutflecken aus Hüllmaterial rausgehen. Bald gehen mir noch das Desinfektionsmittel aus. So viel Zeit, wie ich hier mit diesen Böden zugebracht habe, warte in Hälschen und besser eine Beförderung auf mich. Der Reinigungsingenieur hat einen schöneren Klang für dich. Finde ich auch. So, waren wir schon dran, oder? Ja. Ah. Da kommen wir leider nicht rein. Jetzt sollten wir eher unten rum. Ja, ich glaube, das sieht etwas besser aus gerade. Tolles, ne, ein bisschen Munition. Aber es ist ja auch nicht so unglaublich versteckt. Ah. Okay, was können wir? Status? Okay. Grabserfahrung, belegt von Peacemaker. Okay, von Crewmitglied unbekannt. 100.000 Kolonisten einfach im Weltraum zurückgelassen.
Nur damit für den Vorstand am Ende alle Zahlen stimmen. Eine absolute Schande. This must be unsettling for you, Captain. Jetzt so. Gut, können wir sogar. Vielleicht können wir dann zurück. Eine. Was haben wir denn hier? Ganze Menge. Liebes Tagebuch. Alle versuchen krampfhaft eine Antwort auf die Frage zu finden, was wir essen sollen. Aber das spielt alles keine Rolle, wenn wir nicht auf Kurs halten. Wenn ich uns nicht auf Kurs halten kann. Es ist grauenhaft. Eine 26-jährige Reise durch den Weltraum zu berechnen ist. Ich weiß nicht, ob ich das hinbekomme. Das ist jede Menge Druck. So viele Leben hängen davon ab. Wenn ich auch nur einen Fehler mache, ein falsches Komma setze, eine mikroskopisch kleine Fehlberechnung anstelle, können wir direkt in einen Asteroiden rasen. Ständig an die Kolonisten denken. Sie würden einfach als aufwachen. Ein Glück eigentlich. Ich habe euch alle zusammengerufen, weil die Menge unserer Rationen nicht stimmte. Wie? Was meinst du mit nicht stimmt? Wir haben zu viele. Jemand hat seine Ration nicht beansprucht. Zusätzliches Essen klingt doch etwas gut im Schatz. Nicht zusätzlich. Jemand bezieht seine Nahrung aus einer anderen Quelle. Diese Person muss irgendwo was versteckt haben. Und vielleicht hat jemand was von der Erde mitgebracht. Wenn dem so ist, müssen wir das in unserem Rationsplan einbeziehen, Frank. Jedes bisschen Essen auf diesem Schiff wird gerecht aufgeteilt. Aber das ist Privatbesitz. Du kannst das nicht beschlagnahmen. Es geht nicht um Besitz, es geht ums Überleben. Früher oder später geht uns das Essen aus und je mehr Zeit wir haben, desto besser stehen unsere Chancen, eine Lösung zu finden. Schon gut, schon gut. Ich möchte, dass hier jeder sein Personal befragt. Find heraus, wer seinen Anteil nicht isst und sorgt dafür, dass sie sich melden. Vielleicht gibt es noch Hoffnung. Mama hat diesen traumhaften Garten, hatte diesen traumhaften Garten. Als Kind aß ich Tomaten, Zitronen und Limetten. Als wir die Erde verließen, gab es mir eine Handvoll Samen mit, sodass ich meinen eigenen Garten einrichten könnte, wo auch immer wir landen. Nun sprießen die ersten Knospen in der Hydrokultur. Es mag ein echter Garten sein, doch es ist besser als nichts. Ich denke jeden Tag an dich, Mamushka, nun mehr denn je. Gnade mir, das Gesetz hat funktioniert. Ich fahre zur Hölle, aber es hat funktioniert. Nur, wie zum Teufel erkläre ich das jetzt dem Captain? Cap? Ich wollte, dass das im Protokoll steht. Ich bin diese Hexenjagd leid. Ich bin es, ich habe meine Ration nicht gegessen. Warum? Ich brauche sie nicht. Mir macht der Hunger nichts aus. Ich brauche einen voll leistungsfähigen Chefingenieur. Ich bin froh, dass du es mir gesagt hast, aber isst bitte deine Ration. Das ist ein Befehl. Allem Respekt, Cap. Hier brennt die Hütte. Bin nicht sicher, ob Befehle hier noch viel gelten. Gelten jetzt mehr denn je, Frank. Wir müssen organisiert bleiben. Nun, ich werde es nicht tun. Kannst du mir das Zeug entweder den Hals runterrammen oder gibst du meinen Anteil jemand anderem? Hallo. Error. Hope crew data not found. Identify yourself. Ich war in einer der Kapseln. Ich bin gerade aufgewacht. Error. Hibernation pod access is illegal. State your employer. UDL. Registered. A fine of 10,000 bits will be assessed in your corporation's ledger for failure to follow proper hibernation pod procedures. Thank you for your cooperation. Ups, sorry, das wollte ich ja nicht. Na dann. Was haben wir hier an Protokollen? Audioprotokoll starten. Funktioniert dieses Ding? Ich habe gesagt, Audio. Ach, verdammt. Hier spricht P. Wells. Ja, das hört sich doch gut an. Wir fahren mit der Arbeit an Testobjekt 1.12 aus Kryonikraum 8 fort. Zeit der Bergung? Naja, sagen wir vor 2,5 Stunden. Zeitpunkt des Todes? Vor 6 Minuten. Explosiver Zelltod. Mein Erzfeind. Er sucht jegliche meiner Versuche heim. Unsere eingefrorenen Kolonisten wieder zu beleben. Es ist, als würde er über meine Arbeit spotten. Ich habe mir alle verfügbaren Chemikalien in jeder denklichen Kombination ausprobiert, habe jede Variation jeder menschenmöglichen Auftauchungsmethode eingesetzt.
Graduelle Erwärmung, Blitzschmelze, Gliedmaßen zuerst, Gehirn zuerst. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch ertragen kann. 4 Stunden Schlaf in den letzten 72 Stunden. Ich kann ihre Schreie in meinen Albträumen hören. Testobjekt 112. Ausweisname Harley Stanton. Alter 39. Sang leidenschaftlich gern. Tut mir leid, Hartley. Ich konnte dich nicht retten. Audioprotokoll starten. Wann immer ich sage Audioprotokoll starten. Was für ein sinnbefreites Programm. Was passiert, wenn ich einfach aus Versehen das Wort Audioprotokoll benutze? Ich weiß auch nicht, warum ich das einem eingefrorenen Kolonisten erzähle. Drehst langsam durch, Phineas. Konzentrier dich. Komm schon, setze den Schnitt. Na bitte, ausgezeichnet. So, frostige Freundin. Hast wohl nicht auf die Vorschriften gehört. 36 Stunden vor der Kryostase keine Nahrung mehr zu dir zu nehmen, was? Dem Gesetz sei Dank gibt's für sowas ja Handschuhe. Ganz ruhig jetzt, ruhig. Oh, das ist nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Beschissen rutschiges Skalpell. Stellt die überhaupt her? Spacer's Choice? Na ja, klar. Ich habe keine Wahl. Dann mal los. Okay. Can you hear me, Captain? I have successfully integrated myself into the Hope's comm systems and am attempting to establish contact with the Hope's more primitive processor now. Would you like me to play a mood-suitable music selection while you travel to the bridge? Oh, sorry. File not found. Ach Mann. Der hat so drauf gefreut. Na dann mal auf zur Brücke. Also ich frage, ob ich das Zeug überhaupt noch irgendwann loswerde, aber hey, dauert ja zum Glück nicht lange mit dem Plündern. Ich bin gerade zum Glück so auf. Na ihr? Congratulations, customer. Your Sam unit is performing at... Should we assign Sam for a cleanup? You make it dirty, Sam cleans it up. Ja, wäre eine Idee. Alter Protokolleintrag. Keine Ahnung, was nochmal gerade passiert ist, aber ich schreibe es auf, falls ich verrückt werde. Ich habe einen Typen aus einer Kapsel gezogen und sein Arm wurde so klamm, fast gummiartig. Kurz darauf rumgedrückt und dann ist er weggeflossen, als wäre er aus Wasser. Ich habe ihn schnell wieder reingestopft, aber es sah nicht gut aus. Ich glaube nicht, dass er es schafft. Hoffentlich bei den anderen besser werden, nachdem wir... sonst werden wir nach all dem Mist noch verhungern, Frank. Euch dann wahrscheinlich habt ihr euch von den Kolonisten dann nachher ernährt? Wahrscheinlich werden hier dann irgendwann die Nahrung aus. Wie lange war das Ding unterwegs? 50 Jahre? Ich hab's tatsächlich nicht mehr im Kopf. Ich weiß auch gar nicht, ob wir es überhaupt wissen. Wenn das halt für 20 oder 24 Jahre ausgelegt war und die halt dann doppelt so lang unterwegs waren. Macht das natürlich Sinn. Gehen wir hier weiter? Ich glaube, das sieht aber nicht so gut aus. Nehmen wir doch mal den Aufzug hier. Aber da kommen wir jetzt einigermaßen hoch. Ich würde mich jetzt gerne mal bewegen. Du läufst nicht nach vorne. War nicht kurz festgebackt.
Aber ich glaube, da sind wir hier auf dem richtigen Weg. Keep your shoulders up. Ich denke, euch werden wir eh früher oder später noch erledigen. These were the private quarters of the Hope's former crew. Shall we hold a moment of silence for the dearly departed? No? That's odd, because my programming would indicate that when forced to confront the idea of self-death, organics prefer... Oh, I see. Yes, never mind. Body bag dispenser empty. Please replace sack reel before disposing of any corpses. Okay, können wir uns halt auch nochmal umschauen. Nett, dass die hier noch einiges an Zeug da haben. So, was haben wir hier? Auch eine ganze Menge zum Vorlesen wieder. Na, was ist los, Resi? Captain, hey, tut mir leid, dass ich dich aufwecken muss. Einer der Kapselalarme ist losgegangen. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Kapselalarme, die Kolonisten? Ja, siehst du? Ist mir an, danke. Ich schreibe das hier auf, weil ich nicht weiß, was ich tun soll, aber Vorfall muss ins Protokoll aufgenommen werden. Einer unserer Kolonisten ist verschwunden. Kameras im Kapselraum sind deaktiviert. Das schon seit, weiß nicht wie lange. Sie hat mir geholfen, heimlich eine Ersatzkamera anzuschließen. Ich sehe mir das Feed jeden Morgen an und heute habe ich zu unserem Chefingenieur gesehen. Da habe ich unseren Chefingenieur gesehen, der sich mitten in der Nacht an einer der Kapseln zu schaffen machte. Ich habe noch nicht mit ihm gesprochen. Ich will erst weitere Beweise sammeln. Ich verstehe auch nicht, warum Frank Leute aufwecken sollte. Geht ja jetzt schon das Essen aus. Okay, Frank hat die Leute gegessen. Alles klar. Ich dachte, das wäre der, der halt die Dings angesetzt hätte, die Tomaten und so, aber er hat einfach die Kolonisten gegessen. Okay. Warte, gehen wir noch weiter. Achso, ja. Ich sollte jetzt einfach ab Luftschläuche werfen, Frank. Du sollst mir dafür danken, dass ich unsere Nahrungskrise gelöst habe. Das ist deine Lösung, Unschläge zu opfern? Was ist denn hier los? Sie hol Alexei. Wir werfen Frank in die Arrestzelle. Was? Warum? Hat sie ge... Er war es, der sie an den Kapseln zu schaffen gemacht hat. Ah, was denn? Willst du ihr etwa die schrecklichen Details ersparen? Ich hab sie gegessen, Resi. Du hast sie gegessen? Es tut mir nicht mehr leid. Nicht mal leid. Wenn wir nicht überleben, sind sie eh so gut wie tot. Ich... Oh nein, ich kann nicht. Mir wird schon bei übel. Hol einfach Alexei. Okay, okay. Ich habe mit Frank gesprochen. Und, wie ist die Luftnetzzelle? Captain, er hat ja nicht ganz Unrecht. Verdammt, Alexei, jetzt nicht du auch noch. Kannst dich doch nicht auf diesen... Hör doch nicht auf diesen Irren. Was, wenn deine Frau keine Nahrung anbauen kann? Was, wenn sie scheitert? Dann finden wir eine andere Lösung. Wir sind keine Kannibalen. Zumindest seid ihr teilweise ein paar von euch Kannibalen. Na, was gibt's hier Schönes? Das hat's ja nicht wirklich gelohnt. Ah, da haben wir hier aber einen geheimen Zugang. Interessant, da können wir auch in das andere links rein. Die Zelle, die halt vorher verschlossen nicht verfügbar war. MG. Dahin. Oder das ist halt die Zelle von Frank, die haben die hier drin eingesperrt. Das könnte halt auch sein. Muting Volume now. Okay, sehr aufschlussreich, sehr interessant. I don't recognize you. Are you new here? Überraschungsprüfung, Soldatin. Oh hell. No one informed me of any surprise inspection. Hm,
habe den Papierkram schon vor Monaten eingereicht. Willst du mir sagen, du wusstest nichts davon? Sure I was. Must have slipped my mind. Dann mach ich mich auf den Weg. Don't test me, Runleach. Looking good, soldier. Hätten wir zwar auch noch erledigen können, die beiden, aber... Oder ich glaube, drei waren es ja. Aber wir kommen ja auch so noch ganz gut voran. Es wird. That's the Hope's computer up ahead. I'll admit, I am curious to wake him. Speed setting, maximum capacity. Okay, hier gibt es aber auch noch eine ganze Menge Zeug zum Mitnehmen. Und einen schönen Ausblick. Lohnt es sich, hier runtergelaufen zu sein? Ja. Aber jetzt kommen wir nicht mehr hoch. Hallo? Kann ich irgendwo schnell reisen? Nicht wirklich. Normalerweise gibt es immer wieder einen Weg zurück ins Spiel. Wir können hier hochlaufen. Hier ist aber auch keine Leiter oder irgendwas in der Art. Das könnte funktionieren, wenn du da mal drauf springen würdest. Oder übersehe ich die Leiter einfach nur? Ja. Übersehe sie einfach nur. Okay. Verfügbare Funktion. Brückenstatus, Protokolle erstmal. Öffne die Tür, verdammt, Bull. Nein. Bringst du alle um. Lieber euch als die Kolonisten. Das ist doch Schwachsinn. Wenn wir dieses Schiff nicht intakt halten, sterben sie sowieso. Das ist ein notwendiges Risiko. Resi berechnet unseren Kurs. Das Schiff wird ankommen. Du spielst mit dem Leben von hunderttausenden Menschen. Und du suchst dir aus, welche du in deinem Wahn verschlingen willst. Verdammt, Alexei. Such mir einen verdammten Bohrer. Captain, hörst du das? Höre ich was? Sie haben aufgehört zu bohren. Vielleicht machen sie eine Pause. Vielleicht ist es ja kaputt. Vielleicht versuchen sie ins Kühllager einzudringen. Wenn sie es schaffen, bevor sie verhungern, dann überleben sie uns. Mach weiter, Resi. Ich kümmere mich darum. Na gut, also hat er Alexei dann doch davon überzeugt, da mitzumachen. Ich glaube, es gibt nur noch mich. Ich weiß nicht, was Captain Hunt da unten getan hat, aber er ist nicht zurückgekehrt. Den Bohrer haben sie seitdem nicht benutzt und... Ich bin fertig, der Kurs ist programmiert. Ich bin an meiner letzten Ration angelangt und ich möchte dich so enden wie Donner. Bin dein Ziel, Hope. Okay, Behelfsversorgung. Na dann, Ada, tu dein Ding. Greetings, Captain. I am speaking to you through the Hope's computer system. It's a rather cramped feeling, but it'll do. Warte mal, bevor ich das tue, sag mal, Ada, tue ich wirklich das Richtige? Probably not, but don't let that stop you. My Constellation executables could use some beefing up.
Searching. Please stand by. Ah, found one. It will go great, Captain. I am almost 4.01% certain we will not die. Okay, ich bin bereit, mit der Hope zu springen. Are you sure? That is extremely dangerous. Skipping the Hope will void the warranty on the skip drive. And also potentially kill an entire planet. How is my humor now, Captain? Improved? Okay. Dann springen wir mit der Hope nach Terra 2. Jump starting the skip drive. Destination set to the rings of Terra 2. Ich übernehme den Sprung selbst. I wouldn't advise that, Captain. Well, it's been a good life. Okay, schade. Hätten wir machen können, aber... Okay, du hast recht, es ist mir zu komplex. Machst du es. Admitting a deficit? My, you never cease to amaze me, Captain. Skipping the Hope in 3, 2, 1. ADA, does your captain seriously intend to do a micro-jump in system with engines that haven't been powered in 70 years? On a derelict ship. That is what my captain intends, yes. But that is a gross misuse of the skip drive. The zero-point drives corp and I will not be held responsible for any damage incurred during transport. And this will cause extreme damage. Yes, I am aware of that. You should not be doing this. The humans will die. Thank you, Hope. It looks like all systems are go. Captain, I would advise you to hold on to something. Now. Oh, good. We are still alive and have successfully skipped into Terra 2's orbit. I reported as much to Phineas Wells, but he has not responded. Perhaps you should check in on him. We're alive! We made it! I, never had any doubts. Na guck mal, hat doch wunderbar geklappt. Dann schauen wir mal. I don't recognize you. Are you new here? Du sollst besser nicht mit mir sprechen. Die Konzernleitung sieht sowas während der Arbeitszeit gar nicht gern. I'm just trying to make sure you belong here. Ich wurde von HHC überstellt. I guess you've got a point. Okay. Gut, dass sie es mitgekriegt haben. Na gut. Dann mal wieder abmachen. Und ich glaube, hier unten dürfte nicht mehr allzu viele Sachen sein. Oh. Da ist wohl ein bisschen was kaputt gegangen. Leben die, also sind die noch alle fit? Status, ja. Noch passt das soweit. This must be unsettling for you, Captain. Ich glaube, hier muss ich ja nicht rein. Ja, das sieht etwas besser aus.
Mensch, hier ist so eine Tür, wo wir noch nicht drin waren. Aber passt ja ganz gut, dann können wir hier nochmal kurz durchschauen. Liebling, ich habe soeben eine schreckliche Erkenntnis. Was ist los? Mir ist gerade bewusst geworden, dass wir bei unserer Ankunft in Hellzion beinahe 50 Jahre alt werden. Sein werden. Ja. Aber unser Lukas, wenn sie ihn aufwecken, ist er immer noch 6. Wenn er mit der Schule fertig ist, sind wir beinahe 60. Na, ich habe das Gefühl, mir wird die Zeit gestohlen. Nach seinem Abschluss wird er auf dem Schiff arbeiten. Wir werden ihn wiedersehen. Das hoffe ich wohl. Du musst mir helfen, Alexei. Ich drehe völlig durch. Wo liegt das Problem? Beim Essen? Unsere Ration? Hast du Verdauungsbeschwerden? Nein, nein. Es ist nur, ich hasse Boris Dog. Ich hasse es. Ich kann das nicht die nächsten 10 Jahre lang essen. Aber ich dachte, du hättest ein medizinisch relevantes Problem, Frank. Das habe ich. Es ist widerlich. Geh zurück auf deinen Posten. Du verschwendest meine Zeit. Komm schon, du musst mir doch irgendwas verschreiben können. Du musst dich entweder daran gewöhnen oder verhungerst. Deine Entscheidung. Ah ja, da haben wir schon ein bisschen Foreshadowing. Na gut, dann geht's in der nächsten Folge mal wieder runter, wie es aussieht. Ab zu Phineas, mal gucken, was der jetzt dazu sagt. Wenn der überhaupt noch da ist. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal dann auch wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.